Morgen. 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 Morgen ist einfach, wenn man sich mit der richtigen Anlagestrategie Wünsche erfüllen kann. Jetzt berufsbegleitend studieren an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Sozialpädagogik, Medienmanagement und Betriebswirtschaft. Attraktive Fernstudiengänge mit international anerkanntem Hochschulabschluss der renommierten Hochschule FHM Bielefeld. Und mit dem Vorteil aller Prüfungen und Lehrveranstaltungen vor Ort im FHM-Prüfungszentrum Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Jetzt informieren unter zusag.de oder einfach anrufen. Hoyerswerda 2090 65 und beraten lassen. Küchenaktionswochen im Möbelzentrum Großrehschen. Nur jetzt und das mit tollen Angeboten. Jede neu geplante Küche bis zum halben Preis reduziert. Gratis Lieferung und Montage Ihrer neuen Küche. Und natürlich mit unserer 0% Finanzierung. Ob Trendküche, stilvolle Küche, kreative oder praktische Küche. Erleben Sie eine fantasievolle Küchenplanung mit großer Auswahl. Viele Aktionssonderpreise in unserem großen Küchenstudio. Mit vielen Extras und Geräten als Bonus obendrauf bei den Küchenaktionstagen. Möbelzentrum Großrehschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Berufsbegleitend Sozialpädagogik, Medienmanagement oder Betriebswirtschaft studieren an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Alle Infos dazu unter zusag.de oder telefonisch Hoyerswerda 20 90 65. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz. An diesem Wochenende startet er wieder, der traditionelle Pfefferkuchenmarkt in Pulsnitz. Florian Klatter hat sich mit Organisator Sandro Tenne auf dem Marktplatz getroffen, um aktuelle Informationen zu bekommen. Herr Tenne, zuerst, zum wievielten Mal findet überhaupt der Pfefferkuchenmarkt in diesem Jahr statt? An diesem Jahr ist der 14. Pfefferkuchenmarkt in bewährter Qualität und Umfang. Okay. Wann geht's denn los am Wochenende? Also ganz genau geht es am Freitag schon 13 Uhr los mit der Öffnung. Vor Ort werden sein der Obermeister der Pfefferkücherinnung Pulsnitz, Herr Peter Kotsch, die Bürgermeisterin Frau Barbara Lücke und unser Schirmeier Professor Dr. Georg Unland. Wie viele Pfefferküchler sind überhaupt vor Ort an dem Wochenende? Also wie Sie sehen hier auf dem Markt sind 9 Buden aufgebaut. Unsere 8 Pfefferküchler der Innung und die Lebkuchenfabrik GmbH ist ebenfalls vertreten, wie auch die anderen Jahre auch. Was gibt es sonst noch? Wer ist noch dabei? Also wir haben um die Kirche, auf dem Kirchplatz, einen gut gemischten und sortierten Handwerkermarkt mit Glasgraveuren, Spielzeugmachern, Töpfern oder anderem schlesisches Braunzeug und viele andere interessante Dinge. Und natürlich im weiteren Marktverlauf, angefangen von der Robert-Koch-Straße bis zur Wettinstraße, gut sortiertes Händlersortiment. Also allerhand auch zu erleben und mitzunehmen. Nun ist ja das Wichtigste bei so einer Veranstaltung eigentlich immer die Parkplatzsituation. Wie komme ich hin? Wo parke ich? Was haben Sie so in petto? Genau, also zum einen haben wir in Pulsnitz Parkplätze zur Auswahl. Wir halten in Pulsnitz ausreichend Parkplätze vor. Allerdings wird es natürlich am Wochenende gewöhnlich eng. Im Pulsnitztal, bedingt durch die Lage, können wir natürlich nicht unendlich viele Parkplätze vorhalten. Wir haben einen Bus-Shuttle von Groß-Röhrsdorf nach Pulsnitz eingerichtet. Bequeme An- und Abreise garantiert. Und dazu stehen ausreichend Parkplätze in Groß-Rossow zur Verfügung. Alle Informationen finden sich auch im Internet unter pfefferkuchenmarkt.de. Dort in der Rubrik Anfahrt ist alles beschrieben, idealerweise und ganz stressfrei ist mit der Bahn. Die Anreise dieses Jahr natürlich selbstverständlich auch möglich und natürlich vom neuen Haltepunkt aus Pulsnitz Süd noch einfacher, noch kürzer zum Markt. Damit danke ich für das Interview und liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, der Pfefferkuchenmarkt findet am Wochenende statt. In Pulsnitz kommen Sie einfach mal vorbei. Der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft in Sachsen. Doch in Zeiten der Globalisierung und zunehmenden Technisierung stehen die Unternehmer vor großen Herausforderungen. Diese Umbrüche waren Thema beim 12. Mittelständischen Unternehmertag heute im Leipziger Kongresscenter. In den letzten 20 Jahren hat
Neuer Mut für den Mittelstand. Im Kongresscenter Leipzig trafen sich am Donnerstag Innovatoren, Führungskräfte und Fachspezialisten zum mittelständischen Unternehmertag. Auch in diesem Jahr lockte der mittlerweile 12. MOT Fachbesucher aus ganz Deutschland und darüber hinaus nach Leipzig zum gemeinsamen Austausch von Ideen und Kontakten. Viele Mittelständler sehen in solchen Foren mittlerweile einen entscheidenden Erfolgsfaktor für sich selbst. Hier werden Netzwerke gespannt. Hier sind Entscheider, hier sind wichtige Firmen aus der Region, die mich ansprechen, wo man wirklich andere Veranstaltungen abhalten kann. Ich suche mir extra diese Kleinunternehmertage heraus, weil eben da die entscheidenden Personen sind, die mit mir da in Kontakt treten. Wir sind ein starker Partner in Sachen Krankenversicherung in der Region. Wir haben Kontakte zu vielen Unternehmen hier in Leipzig. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass wir da auch uns hier präsentieren und dabei sind. Die Trebag ist ein städtischer Versorger, der also die Region Dresden versorgt. Und natürlich, der Energiemarkt ist offen, Gas- und Stromlieferung in der ganzen Bundesrepublik anbietet. Wir beliefern Kettenkunden bundesweit und sind natürlich hier in Leipzig, um Kontakte zu knüpfen, um neue Firmen für die Trebag zu begeistern, für die Produkte und Dienstleistungen der Trebag. Wir knüpfen hier viele interessante Kontakte. Viele werden hier neu auf uns aufmerksam, nehmen uns ganz anders war, nämlich mit einer professionellen Dienstleistung, die wir hier im Networking und in der Werbeindustrie anbieten. Und das hat uns in den letzten 5 Jahren weit nach vorne gebracht. Zu den Schwerpunkten in diesem Jahr zählten auch die Themen Digitalisierung und Industrie 4.0. In Zeiten von Globalisierung essentiell, jedoch hängt Deutschland hier noch weit hinterher. Der MOT bot Mittelständlern die Gelegenheit, sich von anderen Unternehmen in diesem Bereich weiterbilden zu lassen. Wir haben eine Online-Filiale, wo sich unsere Kunden anmelden können, alles online regeln können, online erinnert werden an ihre Vorsorgetermine. Digitalisierung hat bei der Trebag auch Einzug erhalten. Hier gibt es digitale Messsysteme, Smart Meter, Smart Home erzähle ich nur. Das sind nur 2 Punkte. Digitalisierung, E-Mobilität ist ein Thema. Wir sind digital sehr gut aufgestellt im Web 2.0 und so weiter. Das ist ein ständig wachsender Markt, auch für uns. Und wir bilden uns auch hier auf dem Mittelständischen Unternehmertag genau in diesem Gebiet weiter. Das Highlight in diesem Jahr war die Gründung eines deutsch-chinesischen Mittelstandsforums. Eine Delegation aus China, aus politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, hat dabei Konzepte und Ideen für eine zukunftsweisende Zusammenarbeit zwischen China und dem deutschen Mittelstand vorgestellt. Ein Wandergeselle aus Düsseldorf hat beim Karate-Do-Verein in Hoyerswerda eine weitere Attraktion geschaffen. An der Boulderwand können sich nun Kletterfreunde an einer neuen Herausforderung ausprobieren. Es wird jedoch um eine telefonische Anmeldung unter 40 97 86 gebeten. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie da. Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auslegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Auch ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda. Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Schreiber, Spank, Rechtsanwälte, Hoyerswerda, Schulstraße 15 und Dresden, Archivstraße 21. Ihre Fachanwälte für Arbeitsrecht sowie für Medizin und Sozialrecht. Termine oder Infos, Telefon Hoyerswerda 60 88 777 oder Dresden 323 80 35 sowie im Netz unter schreiber-spank.de. Schreiber Spank Rechtsanwälte, Ihre Kanzlei für Arbeitsrecht sowie für Medizin und Sozialrecht.
Probleme mit eurem WLAN? Dann ist unser Expertenangebot der Woche genau das Richtige für euch. Denn Devolo garantiert besten Empfang in eurem Zuhause. Das Powerline 505 WLAN Starter Set Plus ist jetzt exklusiv bei Expert erhältlich und kostet als Angebot der Woche nur 77 Euro. Den ersten Adapter verbindet ihr einfach mit eurem Router und der Wi-Fi-Adapter sorgt für Internet bis in den letzten Winkel. Platziert ihn einfach in einer freien Steckdose und schon habt ihr raumausfüllende Internetabdeckung. Durch die Kombination der DLAN-Technologie mit WLAN erhaltet ihr vollen Internetempfang. Die Adapter nutzen nämlich die vorhandene Stromleitung, um das Internet zu verteilen. Die neue Range Plus-Technologie nutzt dabei erstmals alle drei Leitungen des Stromkreises für noch mehr Leistung und Reichweite. Einfach einstecken und lossurfen. Spezielle Technikvorkenntnisse sind nicht nötig. Der Adapter ist dabei mit jedem gängigen Router kompatibel und in wenigen Handgriffen installiert. Zusätzlich könnt ihr am Wi-Fi-Adapter ein weiteres Gerät wie zum Beispiel euren Smart-TV oder eine Spielekonsole per LAN-Kabel anschließen. Über die kostenlose MyDevolo-App könnt ihr zum Beispiel ein WLAN für Gäste einrichten oder eine Zeitsteuerung festlegen. Voller Empfang bei konstanter Geschwindigkeit und das überall zu Hause. Das ist mit diesem Expertenangebot der Woche überhaupt kein Problem. Das Devolo Powerline 505 WLAN Starter Set Plus ist jetzt exklusiv bei Expert für nur 77 Euro erhältlich. Expert, immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg oder unter esc-expert.de. Willkommen zurück zur Drehscheibe Lausitz. Das Spendenkonto für die Sanierung des Laubuscher Freibades wächst weiter. Aktuell steht es bei rund 9.200 Euro. Das sind 1.200 Euro mehr als vor einer Woche. Für jeden gespendeten Euro legt die Lautaer Stadtverwaltung die gleiche Summe drauf. Damit soll die nötige Modernisierung angeschoben werden. Das Ziel ist, bis Jahresende 45.000 Euro zusammenzubekommen. Wir machen weiter mit den Kurznachrichten des Tages. Die Hoyerswerda Versorgungsbetriebe setzen ihre Vorbereitungsarbeiten zur Sanierung der Schmutzwasserleitung in der Bautzener Allee fort. Derzeit werden die Röhren für die Übergangsableitung oberirdisch verlegt. Voraussichtlich in 2 Wochen soll dann mit den konkreten Baumaßnahmen auf dem Abschnitt zwischen der Einfahrt Liststraße und der Kongresshotelkreuzung begonnen werden. Im Zuge der Sanierung werden auch 10 Schächte erneuert. Über den Hauptkanal wird das komplette Schmutzwasser aus den Wohnkomplexen 4 bis 7, Teilen des WK 3 und Stadtzentrums sowie aus Knappenrode, Zeisig, Maukendorf und Großsärchen entsorgt. Im Hoyerswerda Zoo ist am Donnerstag die Skulptur Mädchen mit Hund wieder aufgestellt worden. Die Statue wurde 1965 von der Künstlerin Dorothea von Philipsborn geschaffen und hatte erhebliche Frostschäden und Abplatzung. Von den Organisatoren der Hoyvoy History Party wurde eine Spendenaktion gestartet, die 625 Euro einbrachte. CDU-Stadträtin Gitta Kaltschmidt gab zudem 1.000 Euro zur Restaurierung dazu. Fleißig gewerkelt wird derzeit im Treff 8 Center am Lipetzker Platz in Hoyerswerda. Der Fleischerei- und Partyservice Danilo Dubau wird hier seine 2. Eventfiliale am 17. November eröffnen. Das Ladenlokal wird mit fast 200 Quadratmetern dann doppelt so groß sein wie vor den Umbaumaßnahmen und bietet im Gastrobereich 40 Sitzplätze. Vorher waren es lediglich 10. Eine Köchin vor Ort wird dann für eine deutliche Aufwertung des Mittagsangebotes sorgen, informiert Inhaber Danilo Dubau. Im Verkauf unterstützt eine weitere Mitarbeiterin dann auch das Team.
Die Daimler AG weitet ihr Geschäft mit stationären Energiespeichern auf den US-Markt aus. Dazu wurde ein 100%iges Tochterunternehmen gegründet, das nun den Vertrieb für private Haushalte sowie kommerzielle und industrielle Anwendungen in Nordamerika übernehmen soll. Die Produktion der Systeme bleibt die Kernkompetenz der deutschen Accumotive mit Sitz in Kamenz. Bereits ab dem Frühjahr 2017 wird die Mercedes-Benz Energy Americas erste Produkte in den Vereinigten Staaten anbieten. Auf der Autobahn A4 bei Burkau war am Mittwochabend ein betrunkener Mann zu Fuß unterwegs. Der 45-Jährige wurde vom Außenspiegel eines Autos erfasst, kam aber mit leichten Blessuren davon, so die Polizei. Ein Test ergab 1,8 Promille. Ein Kradfahrer ist am Mittwoch in Hoyerswerda verletzt worden. Der 17-Jährige war mit seiner Hüsung auf der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs, als eine 63-Jährige mit ihrem Audi auf die Straße einbog. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Jugendliche wurde ambulant im Klinikum behandelt. Der Unfallschaden wird mit ca. 3.000 Euro angegeben. Bei Polizeikontrollen zur Beleuchtung am Auto wurden in jedem achten Fall Mängel festgestellt. Die Palette reichte von defekten Glühbirnen oder falsch eingestellten Scheinwerfern bis hin zu bewusster Manipulation der Beleuchtungsanlage durch unfachmännisch ausgeführtes Tuning. In 144 Fällen stellten die Beamten einen Mängelschein aus, der zur Wiedervorstellung des Fahrzeugs dient. Dazu erhoben die Beamten ein Verwarngeld. Die Bautzener Arbeitsagentur unterstützt ab sofort Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylbewerber. Die Arbeitsgelegenheiten können von kommunalen, staatlichen, aber auch gemeinnützigen Trägern bei der zuständigen Ausländerbehörde angezeigt werden. Das Amt beantragt dann die Maßnahmen bei der Agentur für Arbeit. Am Programm teilnehmen können volljährige Flüchtlinge, bei denen nicht mit einer schnellen Entscheidung im Asylverfahren zu rechnen ist. Ausgeschlossen sind Menschen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten sowie geduldete oder ausreisepflichtige Ausländer. Die Arbeitsgelegenheiten müssen zusätzlich sein. Dies bedeutet, dass sie sonst nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet würden. Mit dieser Voraussetzung soll sichergestellt werden, dass damit reguläre Beschäftigungsverhältnisse nicht verdrängt werden, so die Agentur. Die sächsische Sozialministerin Barbara Klepsch hat am Mittwoch die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland unterzeichnet. Es sei wichtig, Sterben und Trauer als Teil des Lebens zu begreifen. Dies müsse noch stärker im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert werden. Ziel ist es, alle Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen eine würdevolle Begleitung und Versorgung am Lebensende zu ermöglichen, betonte die Ministerin. In Sachsen sei man bereits gut aufgestellt. Es gebe neben den 30 Palliativstationen der Krankenhäuser und den 8 stationären Hospizen auch 53 ambulante Hospizdienste mit fast 2000 ehrenamtlichen Helfern sowie Dienstleistungsunternehmen in diesem Bereich. Die Hoyerswerda Volkssolidarität hat noch freie Plätze für eine Tagesfahrt nach Jonsdorf. Dort wird eine Kokosweberei besucht. Im Anschluss geht es nach Großschönau zu den Unternehmen Frottana und Damino. Weitere Informationen gibt es unter 03571 40 97 19. Sie sollten der Beginn einer neuen Zuchtära im Leipziger Zoo sein. Doch mit dem Ausbruch der beiden Löwen und der daraus resultierenden Tötung von einem der Tiere steht der Zoo nun vor ganz anderen Herausforderungen. Wie es mit der Löwensavanne und vor allem mit der Löwenhaltung weitergeht, erfahren Sie nach einer kurzen Pause. Also bleiben Sie dran. Musik.
Haben Sie ein ungewöhnliches Hobby, eine große Sammelleidenschaft oder kennen Sie jemanden, den wir unbedingt einmal vorstellen sollten? Sie können sich telefonisch unter 03571 425 40 oder via Mail unter info@elsterwelle.de einfach bei uns melden. Neue Gefährtin für Mario. Etwa einen Monat nachdem im Leipziger Zoo die beiden Löwenjungen ausgebrochen sind und ein Tier dabei erschossen wurde, hat der Direktor des Zoos am Mittwoch verkündet, dass die Anlage nun eine neue Löwin erhalten soll. Mario, der vor 4 Wochen bei einem Fluchtversuch erfolgreich in das Gehege zurückgedrängt werden konnte, hat sich inzwischen den Besuchern wieder gezeigt. Es war natürlich so, dass das Tier erstmal verschreckt war für etwa 2 Wochen, sich auch nur spärlich gezeigt hat. Jetzt hat er freie Wahl, zeigt sich den Besuchern auch wieder in der Besucherhöhle. Für uns war aber wichtig im Sinne des Tieres, dass wir sehr, sehr schnell einen Partner oder eine Partnerin bekommen. Und ich freue mich, dass wir eine Lösung haben, dass wir wirklich in naher Zukunft eine Löwin ihm zugesellen können. Bereits in den nächsten Wochen soll die 2,5 Jahre alte Löwin aus einem Tierpark in Frankreich kommen. Künftig soll sie auch für Nachwuchs sorgen. Damit sich eine Flucht künftig nicht wiederholen kann, wird die Anlage derzeit umgebaut. Die Kosten der Arbeiten belaufen sich auf 80.000 Euro, die komplett vom Förderverein des Zoos aufgebracht werden. Das ist auch gute Tradition. Wir haben schon vor 15 Jahren 2/3 dieser Löwenanlage finanziert und fühlen uns dann natürlich verantwortlich, die jetzt noch zu verbessern und noch sicherer zu machen. Und es ist als 3. Grund auch ein Zeichen der Leipziger Bürgerschaft, dass sie zum Zoo, zur Löwenzucht steht. Und deswegen machen wir das sehr gerne. Die Arbeiten am Löwengehege werden voraussichtlich bis Anfang Dezember andauern. Der Wassergraben wird vergrößert und sicherer gemacht durch noch einige andere Barrieren. Also zum Beispiel die Metallstäbe, die zwar nicht sichtbar, aber von innen heraus nochmal eine Barriere bilden. Und der wird so erweitert, dass es nicht mehr möglich ist, dass ein Löwe über diesen Graben springen kann. Wie die beiden Etosha-Löwen aus ihrem Gehege fliehen konnten, ist den Zoo-Mitarbeitern nach wie vor unklar. Vermutet wird, dass die beiden Brüder über den Wassergraben springen konnten. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Am 2. November 2010 ist der Grundstein für die Wohnanlage Kiefernhag in der Hoyerswerda-Mannstraße gelegt worden. In dem Mehrgenerationenhaus sollten Senioren in einer WG, aber auch junge Familien gemeinsam ein Zuhause finden. Nachdem auf dem Areal jahrelang Wohnblöcke abgerissen worden waren, war der Neubau auch ein kleiner Lichtblick, da sich in der Stadt trotzdem etwas weiterentwickelt. 2 Millionen Euro wurden von der Lebensräumegenossenschaft damals investiert. Ende 2011 konnten die ersten Mieter einziehen. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Der Nachbarschaftshilfeverein lädt am Freitag zum Seniorenschwimmen in das Lausitzbad in Hoyerswerda ein. Los geht's 10 Uhr. Und der Handarbeitszirkel trifft sich ab 14 Uhr in der Begegnungsstätte Grüner Hain in der Hufelandstraße. Im NATZ im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda öffnet am Freitag unter anderem von 14 bis 17 Uhr die Holzwerkstatt. Am Freitag öffnet der Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt seine Pforten. Bis zum Sonntag findet er auf dem Marktplatz in Pulsnitz statt. Alle neuen Pfefferküchlereien präsentieren sich dabei mit ihren Waren. Ergänzt wird der Markt durch interessantes traditionelles Handwerk, deren Künstler sich vor Ort gern über die Schulter schauen lassen. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz steht am Freitag ein Gitarrenkurs für Einsteiger im Programm. Wer sich mal ausprobieren möchte, ist ab 16 Uhr herzlich eingeladen. Und die Arbeitsgemeinschaft Stadtgeschichte Bernsdorf lädt am Freitagabend in den großen Saal im Vereinshaus Grüner Wald ein. Ab 19 Uhr wird in einem Vortrag über die Geschichte der Bernsdorfer Hauptstraße informiert. Der Eintritt, der ist frei. Nachts locker bewölkt, später wolkiger und örtlich etwas Regen möglich bei Tiefstwerten zwischen 3 bis 0 Grad. Am Freitag anfangs stark bewölkt, aber meist trocken. Im Tagesverlauf einige Auflockerungen mit etwas Sonnenschein bei 7 bis 10 Grad.
Am Samstag überwiegend bewölkt und häufig Regen, später nachlassend. Am Sonntag etwas Sonne und nur einzelne Schauer. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Morgen besuchen wir unter anderem die Energiesparfüchse des Hoyerswerda Leon Foucault Gymnasiums. Bis dahin wünscht Ihnen unser Team noch einen schönen Abend.